wieder einen schnellen Pass in die Mitte, aber findet nicht seinen Mitspieler, sondern Leo Schur. Ah, gut. Oh. Henrik Mertens den Pfiff. Gut, wieder von Anton Zickler, geht er entschlossen zum Ball. Henrik Mertens, starkes Tor. Schnell in die Mitte eingedreht, netzt den oben ein. Ja, das macht er stark zum 1:0. So gehen die Mülheimer wie erwartet in Führung. Klar, das ist zu einfach. Klar, für den DRC geht es um nichts mehr, aber das darf man ihnen jetzt auch nicht zu sehr anmerken, weil sonst wird das heute eine ganz bittere. Kann man natürlich besser lösen als der Mülheimer Keeper da. Jetzt Ballgewinn, Alex Schwerin, Malte Hellwig im Konter. Können sie aber nicht schnell genug spielen, so sind alle Düsseldorfer wieder gegen den Ball. Der rutscht durch, das ist zu leicht. Das ist zu leicht. Dennis Holthaus mit einem ganz freien Schuss in die lange Ecke. Schlafen sie alle ein wenig. Wahrscheinlich noch von der Klassenerhaltsfeier vom Freitag ein bisschen müde. So, Düsseldorfer gehen jetzt mal ins Pressing. Das macht Jonas Holtmanns gut. Maxi Stahmann. Findet da keine gute Lösung. Das ist eine Ecke. Ja. Ja, beschwert er sich. Malte Hellwig. Ja, wahrscheinlich zu Recht. Kein Fuß, kein Stockfoul. Einfach, klar, tunnelt Jonas Holtmann schön. Ob das da eine Ecke ist, weiß ich ehrlicherweise nicht. Jawohl, kurze Ecke. Der sitzt. Anschlusstreffer, sehr schön. Macht er endlich mal eine Fabio-Schütze. Bisher war die Eckenquote noch nicht, ja, noch nicht im hohen Bereich, sagen wir es mal so. Mülheimer jetzt wieder am Halbfeld. Ah, da ist kein Durchkommen. Findet Bernhard Schmidt leider nicht die Lücke. Jetzt geht's schnell. Lukas Mertens kommt über außen. Erik von Schwerin kommt da stark vor. Netzt den unten links ein. Ja, macht er gut. Aber muss Jonas Gefalle auch ein bisschen körperlicher verteidigen. Und so 3:1 für die Mülheimer. Malte Hellwig versucht mal über die linke Bande auf Nils Zeller. Der findet Justus Eckhardt und der findet den Fuß von Fabio Schütze. Ah, das ist einfach zu einfach. Und so Ecke Uhlenhorst Mülheim. Und jetzt wieder auf Malte Hellwig. Der zieht den durch die Beine von Anton Zickler, glücklich, aber ist drin. Und so 4:1, ganz kurz vor dem Ende des ersten Viertels. Acht Sekunden noch. Abgefangen, Leo Schur. Ui, fein gezockt und das ist eine Ecke. Nur ein Pfiff, keine Ecke. Auf Tassilo Busch, der geht in den Kreis, nagelt den Ball rein. Schönes Tor in die lange Ecke. Schöner Schuss, so 4:2. Und jetzt kannst du mal schnell gehen über Leo Schur, über die linke Seite. Gelingt aber nicht. Komm über die andere Seite, über rechts. Und da ist Leo Schur. 4:3.
zu 3, komm hier nochmal ran. Ja, schön gespielt. Leo Schuhe, freier Torschuss. Jetzt die Mühlheimer wieder Gleichzahl. Also, Düsseldorfer spielen das besser und bleiben hier wirklich dran. Das ist jetzt zu wenig. Also, vielleicht kriegen wir hier doch noch wirklich ein schönes, spannendes Hallenspiel. Ah, der Ball von Bernhard Schütz. Blind, aber verteidigt. Ist. Oh, jetzt, weil. Hm? Jetzt würde ich gern wissen, warum es den Pfiff gibt. Replay. Kann ich nicht erkennen, warum es da die Ecke gibt. Die Düsseldorfer auch nicht. Auf Elk von Schwerin. Und er schießt den flach ins Tor. Also das darf den Düsseldorfer nicht passieren. Da fehlt einfach einer auf der Linie, der den Ball wegstoppt. Fehlt vielleicht der letzte Wille in so einem, ja, muss man ehrlich sagen, unwichtigen Saisonspiel da seinen Körper reinzuwerfen. Aber das muss man bei einem Bundesligaspiel schon erwarten können. Und so, zweites Tor von Elk von Schwerin. Mal sehen, wie es in der zweiten Halbzeit wird. So, also, willkommen zur zweiten Halbzeit. Düsseldorfer jetzt mit Anstoß. Schöne Bewegung von Henrik Mertgens. Oh, schön, die Brüder im Zusammenspiel. Schön gespielt. Schöner Ball von Taslo Busch durch die Beine. Und wieder durch die Beine. Geiles Tor. Geiles Tor. Taslo Busch tunnelt den ersten Mühlheimer. Und Timmy Weingartz den zweiten. Das ist ein schönes Tor, schönes Kontertor. Und bleiben also hier dran. Völlig verdient. Ja, einfach eine gute Phase von den Düsseldorfern. Und gestalten so das Spiel weiter spannend. Stark zum Spiel. Mhm. Sehr stark. Regt sich der Co-Trainer der Düsseldorfer auf. Über den Schiri Stefan Leiber weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht genau warum. Erklärt sich der Schiri kurz. Weiter geht's ohne Karte. Scheint sich da nicht so wirklich zu beruhigen. Kein guter Pass. Und da ist Tassilo Busch da. Und gut gezockt von Dominik Fettler. Aber kriegt den Ball nicht am Torwart vorbei. Lennart Küppers kommt schnell raus. Gut und stark. Doch nicht stark verteidigt. Starkes Tor, Lukas Mertgens. In die lange Ecke. Verteidigt Bernhard Schmidt nicht optimal. Wahrscheinlich die Vorentscheidung. Ja, nicht gut verteidigt leider von den Düsseldorfern. Ja, Fabio Schütze wird da festgesetzt an der Bande. Und Ballgewinn. Kann er einen schnellen, tiefen Ball spielen? Nee, leider nicht. Den Netz gebraucht. Gut, schön kontaktiert von den Düsseldorfern. Und schönes Tor, Dominik Fendler. Macht hier nochmal 2 Minuten vor Schluss. 2 Tore. 2 Minuten vor Schluss. Nochmal den Anschlusstreffer. Ins leere Tor. War wahrscheinlich nicht ganz so schlau von Mühlheim, den Torwart rauszunehmen. Ich jetzt mal sagen. Das ist ja. Jetzt nochmal Vollpress von den Düsseldorfern, aber gut gelöst von den Mühlheimern. Gut, harter Pfiff. Und jetzt kann Henrik Mertgens nochmal frei in Kreis laufen und macht 5:8. Freut sich über sein Tor.
Und dann ist das Spiel zu Ende. 8:5 für Mülheim. Ja, also jetzt hier Freddy Schank am Interview, Co-Trainer der Düsseldorfer. Ja, am Ende dann doch nochmal ein bisschen knapp geworden. Eigentlich würde ich sagen, echt ein gutes Spiel, obwohl es ja eigentlich hier um nichts mehr ging. Also wie zufrieden bist du mit der Leistung? Ja, sehr zufrieden. Also ich glaube auch, man kann sich, wenn man einen sicheren Klassenerhalt hat, kann man sich durchaus vielleicht ein bisschen mehr gehen lassen. Aber ich finde, wir haben uns hier 60 Minuten auf jeden Fall sehr zusammengerissen und eine wirklich sehr erwachsene Leistung gebracht, was wir uns vorgenommen haben, hier auch im Hinblick auf die Konstellation in der Tabelle da nochmal alles reinzulegen. Ich glaube, das haben die Jungs wirklich sehr gut gemacht und jetzt haben wir nächste Woche ja nochmal das Städteduell und ich glaube, da haben wir uns heute gut vorbereitet drauf, haben wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht und genau so muss es auch sein. Ja, also dann viel Glück nächste Woche, ne? Wir sehen uns. Und sicherlich. Danke dir. Danke. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, ihr Mülheimer Trainer, Spiel gewonnen. Ich denke mal, das war heute das Wichtigste, genau. Im Kampf ums Viertelfinale. Jetzt ja nur noch ein Spiel. Heute trotzdem würde ich sagen, wahrscheinlich nicht ganz zufrieden. Also zumindest wenn man in die Gesichter schaut, ja, hat nicht, glaube ich, alles gestimmt. Muss man sich wahrscheinlich noch ein bisschen steigern, wenn man das Viertelfinale dann, das wahrscheinliche Viertelfinale gewinnen kann. Ja, wie siehst du die Leistung heute? Ja, wir haben uns Gott sei Dank gestern sehr gesteigert in dem gesamten Spiel in Köln. Man hat heute so ein bisschen gemerkt, dass wir gestern körperlich wie mental ziemlich viel in Köln auf den Platz gebracht haben, was wir auch mussten. Fand ich, haben trotzdem sehr, sehr gut gestartet im Spiel und haben dann, wie auch gestern schon in Köln, unglaublich schlechte Chancenverwertung. Da hätten wir schon Düsseldorf in der ersten Halbzeit eigentlich nicht mehr im Spiel lassen dürfen. Ja, und schlussendlich bin ich mit den 3 Punkten zufrieden. Es ist, mein Düsseldorf ist auch, obwohl die Mannschaft eine schwierige Saison hatte und viele junge Spieler mittlerweile hat, ist das natürlich alles andere als Fallobst. Hier gerade in Düsseldorf sowieso schon nicht. Deswegen bin ich insgesamt total zufrieden. Aber wir haben, wie du schon sagst, noch Potenzial Richtung Viertelfinale. Ist auch gut so. Also dann viel Glück, ne? Vielen Dank. Morgen.